gerade Iron Man VR anzocken bei Sony und es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass man, dass es sich so gut anfühlt und dass es auch von den Bewegungen her so flüssig ist. Und es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, auch mehr gemacht. Ich glaube auch nicht ganz, dass es ein Vollpreistitel wird, denn das, was ich anzocken konnte, war so ein leichtes Tutorial, aber ich frage mich natürlich, wie viel Inhalt kommt nachher in das Spiel rein, an Story oder dergleichen. Und ich konnte jetzt 15 Minuten lang spielen, das hat mir auch komplett gereicht, weil danach wurde mir halt schon echt ein bisschen komisch. Aber die Haptik und wie sich alles anfühlt, von der Bewegung her, war einfach klasse. Also von mir auch eine klare Kaufempfehlung für jeden, der eine PlayStation VR hat. Das ist so ein Spiel, worauf man sich auf jeden Fall gefreut hat und auch freuen kann. Ich komme gerade von Monster Hunter World Iceborne und da ich den alten Teil schon gespielt habe, also Monster Hunter World, war mir an für sich auch schon klar, was da auf mich zukommt. Und es hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch gerade wieder, dass man zu viert auf ein Monster drauf geht. Auch wenn wir in der Zeit, die wir da hatten, uns das schwerste Monster ausgesucht haben, beziehungsweise der Questgeber. Aber es hat mega Laune gemacht, also man ist sofort wieder drinne. Und es kommt ja auch schon am 6. September die Erweiterung und ja, es sieht schön aus, es macht Spaß. Gerade das der Multiplayer-Aspekt gefällt mir sehr, sehr gut und ich werde auf jeden Fall wieder zuschlagen und werde mich da vermutlich wieder die ein oder andere Stunde drin verlieren. Tierstuhl Nordic Biomutant anzocken und zuerst muss man sich halt so einen pelzigen Fuchs, sag ich jetzt mal, erstellen. Man kann da alles Mögliche auswählen, Farbe, ob man intelligent ist oder Stärke zeigt. Und je nachdem sieht halt dann auch der Fuchs dann aus. Und auf jeden Fall hat das Spiel ziemlich viel Spaß gemacht. Man läuft halt durch die Gegend. Wir haben halt ein paar Kampfsequenzen sehen können. Und lässt sie einfach gut spielen und ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr und ja, macht Spaß. Ich habe gerade Darksiders Genesis gespielt, das ist so ein Diablo-Klon und das hat richtig viel Spaß gemacht. Man kann wechseln zwischen zwei Charakteren, einer ist eher so ein Tank, der hat ein fettes Schwert, er haut richtig rein, ist super wuchtig. Der andere ist eher sehr agil, hat zwei Pistolen, da kannst du richtig schnell feuern, hast einen coolen Dash und die Spezialfähigkeiten sind auch sehr unterschiedlich, kannst du ein Abbild von dir erstellen, das ballert dann automatisch und bei dem Tank hast du halt richtig krasse Rage, die nachher richtig reinhaut. Und ich habe versucht, ein Dungeon zu spielen, bin bis zum Boss gekommen und ja, es spielt sich richtig gut. Wir haben am PC gespielt mit einem Xbox-Controller, das hat sich für super gut angefühlt. Das wird es auch für die Switch geben, was halt für mich super ist, weil das ist ein Spiel für mich was Prädestiniertes für die Switch und ja, da freue ich mich drauf. Das sah auf jeden Fall richtig gut aus und hat Bock auf mehr gemacht.